Leute, willkommen in Frankfurter Basskanal mit Peter und mich. Und zwar heute von Fender haben wir was mitgebracht. Den neuen Fender Deluxe Precision Special in Seafoam Pearl Metallic. Ja, sieht unschlagbar gut aus. Ja, vor allen Dingen ein schöner, bunter Mexikaner, extra für euch ausgepackt. Viel Spaß beim Zugucken. Ja, willkommen im Basskanal, wieder mal mit Peter und Marco. Und ja, der Sommer ist ja irgendwie bald vorbei. Ich glaube, heute regnet es zum ersten Mal. Das bedeutet, die schöne Zeit ist rum. Und da meinte der Olli, hier Marco, drehe mal ein schönes Video von so einem schönen neuen Fender. Und dann dachte ich mir, ich bringe euch ein bisschen Farbe. Da habe ich diesen schönen farbigen Mexikaner mitgebracht. Und zwar haben wir von Fender den Deluxe Precision Bass Special, und zwar made in Mexico. Ich sag's mal so, erstmal eine wirklich sehr, sehr schöne Maschine zum Angucken. Und PJ, das ist ja immer so ein Thema, ne? Das ist so zusammen so Best of Both Worlds, wie man so schön sagt, das Beste aus beiden Welten. Ist den Kollegen von Fender wirklich sehr, sehr gut gelungen. Das ist eine schicke, gute Arbeitsmaschine, wie ich finde. Ja. Über die Form von Precision Bass und so weiter muss ich euch ja wirklich nicht viel erklären. Ein paar Facts, wie gesagt, hier Seafoam Pearl Metallic, das ist also so ein Metallic-Lack halt dem. Wir haben eine PJ-Bestückung mit Noises Pickups halt dem hinten, also kein Lärm, keine Nebengeräusche. Die eigene Fender Hi-Mass Bridge, das ist also so eine überarbeitete oder eine nachempfungene Badass Bridge von Fender selbst. Die macht wirklich einen sehr, sehr schlanken Fuß und wirklich einen guten Eindruck. Schwarzes Schlagbrett. Hinten haben die Jungs und die Mädels von Fender 18 Volt eingebaut. Das bedeutet eben, der Preamp, der Vorverstärker, funktioniert mit 18 Volt. Dadurch ist einfach ein bisschen mehr Headroom gewährleistet. Der Bass klingt ein bisschen frischer. Ja, wie gesagt, das finde ich nicht verkehrt. Klar, das kann so ein bisschen ins Geld gehen, so zwei Batterien zu verwenden, aber Gott, das macht man dem so zweimal im Jahr und das sollten irgendwie drin sein. Ansonsten, klar, ihr könnt auch den Bass passiv spielen, zur Not, falls irgendwie ihr vergessen habt, an der Tankstelle oder bei Session zum Beispiel euch mal Batterien zu bestellen. Schöne Sache ist hier, dass man hier dieses Teil halt dem so gemacht hat, dass man hier schön hochkommt in den hohen Lagen, um zu solieren. Der Hals ist aus Ahorn mit einem Palisandergriffbrett, was recht dick ist. Medium-Size-Bünde und die Maße vom Hals sind so eher vom Jazzbass, also recht schlank. Hier ein bisschen kräftig schon, eher so wie so ein 70er-Jahre-Jazzbass, so ein bisschen mehr Fleisch. Hier gibt es einen schönen Bürzel, damit die Kopflatterthemen ein bisschen verstärkt wird. Vier Goto-like-Mechaniken, so ein bisschen oldschool, made in Mexico. Das Ding ist solide verarbeitet. Ich würde sagen, ein richtiger Player ist das letztendlich halt. Kein Geschnörkel, ja, also muss man auch nicht haben. Wenn ihr wirklich nicht wisst, ob ihr einen Precision oder einen Jazzbass haben wollt, Leute, greift wirklich zum PJ. Der PJ macht wirklich genau das, was es soll. Er hat halt den schönen vorderen Precision-Tonabnehmer. Richtig schön und halt den Jazzpunkt abnehmen. Holy Kehligen, um beides zusammen.
Ne, macht halt dem diesen typischen PJ-Sound. Der PJ-Sound ist immer so ein bisschen kehlig, nicht ganz wie so ein Jazz-Bass-Sound, sondern eher so ein bisschen fleischiger, mit einem etwas ja, weniger nasalen, sondern ein bisschen mehr Charakter, ein bisschen mehr Fleisch unten. Das kommt immer von dem Precision-Abnehmer. Die Elektronik ist relativ einfach gehalten. Wir haben Lautstärkeregler, wir haben einen Balance-Regler, dann haben wir einen Schalter für Aktiv-Passiv-Stellung. Nach oben ist es ein Aktivbass mit Bässe und Mitten. Diese Regler haben alle eine 0, also eine 12-Uhr-Einstellung. Das bedeutet keine Beeinflussung. Uhrzeigersinn drehen, anheben der Frequenzbänder, gegen Uhrzeigersinn, absenken der Frequenzbänder. Eine sehr, sehr, naja, wie soll ich sagen, gewöhnliche Dreibandklangregelung, praxisnah dem gebaut. Falls ihr mal irgendwie eher einen passiven Ton haben wollt, dann. Lautstärkeregler und der Balance-Regler. Leider ist es so, klar, bei den Elite-Serie, da habt ihr eben diese ganz tolle Elektronik mit den Aktiv-Passschalter, wo der eine Regler dann hinter einfach die Tonblende übernimmt. Das habt ihr leider nicht. Dafür arbeitet aber der Preamp sehr, sehr nebengeräuscharm, so gut wie frei, würde ich mal sagen. Klar, extreme Mitten- und Höheneinstellungen können natürlich ein bisschen rauschen. Erzeugen, das ist logisch, aber ihr hebt da wirklich ordentlich dB an den jeweiligen Frequenzen. Das ist ein Bass, den ich in der Regel wirklich eher für einen Aktivbetrieb benutzen würde. Er klingt trotz seiner aktiven Elektronik recht oldschool. Ja, man kann halt wirklich schöne Oldschool-Klänge machen. Schön finde ich halt eben, dass man hier mit den Balance-Regler so wirklich diesen Jazz-Bass-Ton, halt eben so ein bisschen à la Jaco, dass man den halt eben so ein bisschen mit den Volumen, mit den Balance-Regeln noch ein bisschen unterstützen kann, indem man einfach so ein bisschen mehr so Gas gibt unten, damit ein bisschen mehr der hier erscheint. Das heißt, eine richtig gute Arbeitsmaschine. Klasse, der neueste Pickup, der brummt gar nicht. Das bedeutet, wir sind ja wirklich hier im Raum voller Licht und der Peter hat zu viel Kram mit drin stehen. Normalerweise müsste es hier wirklich brummen, aber nix. Es brummt gar nichts. Der Bass hier, der wird knapp 4 Kilo wiegen zum Beispiel. Ja, doch knapp 4 Kilo. Hat die typischen Shapings vom Fender, ganz klar. Also hier ist natürlich das Rad nicht neu erfunden worden. Es ist letztendlich halt dem eine neue Ausführung eines Modells, welches es schon mal gab, als Fender Special Run beispielsweise oder sozusagen eine Elite-Serie in abgespeckter Version.
ein Bass, den ich wirklich so für alle Leute empfehle oder an Leute mal nahelegen, die sagen mal so wirklich so im Rock-Blues-Bereich, halt im Pop-Bereich sind, die halt eben sagen, okay, ich möchte gerne einen Fender-Sound haben, aber na, ich weiß nicht, ein Precision oder eher ein Jazz-Bass, vielleicht ein bisschen von beiden was. Leute, das kann irgendwie wirklich beides ganz gut. Natürlich ist es nicht nur ein Precision, ist es nicht nur ein Jazz-Bass, sondern es ist wirklich eine Melange, ein Mix aus beiden. Verarbeitung von 10 Punkten, ganz klar, 10. Aus dem Karton rausgepackt, kurz gestimmt, picobello eingestellt, Oktavreinheit, lässt sich hier mit dieser Brücke super gut einstellen. Wie gesagt, es ist ein Nachbau von einer Battersbrücke. Die Battersbridge ist halt die Bassbrücke überhaupt, die es leider nicht mehr so zu kaufen gibt. Aber ich habe gehört, es gibt irgendwie ein Remake bzw. eine Alternative dazu. Ja, der neue Fender Deluxe Precision Bass Spezial in der coolen Farbe, ja. So unser Nachruf an den Sommer, den wir hatten. Ich hoffe, ihr habt alle schönen Urlaub gehabt und ihr seid erholt und wieder gut drauf zurückgekommen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch mit dem Fender Special Blablabla Precision Bass. Und der Peter und ich gehen jetzt wirklich endlich mal essen. Wollten wir vorhin schon machen, aber es hat nicht geklappt, gell, Peter? Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich unbedingt was essen. Leute, kommt in den Laden vorbei. Steffen, Tim, The Flow und The Sepp und ich, wir warten natürlich auf euch und würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr auf diese Maschine von Fender mein Auge und ein Ohr werfen würdet. In diesem Sinne, arrivederci, ciao e buon appetito.